Leute, ein Ratschlag von mir an euch, fangt nicht mit YouTube an, weil ab der 5. Folge von eurem wöchentlichen Format wisst ihr nicht mehr, über was ihr im Intro reden könnt. Ich schon. Welcome to Marvin's Room. I'm sitting, chilling, relaxing. Thinking in my room. Marvin's Room. Letzte Woche bei mir underrated war ja Juice WRLD, Saftwelt, Nektarplanet, wie ihr es nennen wollt. Inzwischen ist das Projekt mit Future draußen. Ich nehme das Ganze so ein bisschen als Anlass, ihn jetzt mal hier irgendwie ein bisschen großflächiger vorzustellen, damit ihr euch einen Überblick über ihn verschaffen könnt und wenn er dann in den nächsten paar Monaten einer der größten Stars dieser Erde ist, könnt ihr sagen, ich wusste aber schon vorher, dass der voll gut ist, Alter. Juice WRLD stammt aus Chicago, was man an seinem Rap-Sound nicht unbedingt hätte denken können, weil die klingen nämlich normalerweise so. I just hear this thing funny though. Er unterscheidet sich eben zum Rest von Chicago irgendwie dadurch, dass er eben Emo-Rap macht, wie er es selber nennt. Seine Themen sind eben so Sachen wie Drogen, Tod oder eben auch sehr viel über Liebeskummer. Und wie er eben auf diese Schiene gekommen ist, dass er eben genau darüber rappt, ist, dass er in der 5. Klasse in ein Emo-Mädchen verliebt war und deswegen dann alle Bands gehört hat, die auch gehört hat. Also so Sachen wie Bullet for My Valentine, My Chemical Romance oder Paramore oder so. Der Kontrast dazu war dann eben, dass seine großen Cousins extrem Rap gehört haben. Seine musikalischen Vorbilder stammen eben auch aus Chicago. Sein Lieblingsrapper ist Chief Keef und sein Lieblingsalbum ist 808s and Heartbreak. Seine erste richtige EP kam im Juni 2017 raus. 999 hieß die. Auf der EP war auch schon Lucid Dreams drauf. Im Dezember kam dann noch eine kleine EP hinterher, auf der All Girls Are the Same zu finden war. Im Mai diesen Jahres kam dann eben sein Debütalbum Goodbyes and Good Riddance zusammen mit Lucid Dreams, das dann ein Video bekommen hat und einen richtigen Release. Jetzt kam es zu dem Projekt mit Future, wodurch er jetzt nochmal große Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hat. Andere Momente, in denen er halt auch groß im Rampenlicht stand, war halt zum Beispiel auf dem Travis Scott Album Astroworld. Oder dass er bei Jimmy Kimmel live im amerikanischen Fernsehen Auftritt hatte. Juice WRLD ist im Dezember 98 geboren, das heißt, er ist gerade 19 Jahre alt, was ihn irgendwie von den Rappern in seinem Alter unterscheidet, also beispielsweise Trippy Red, Lil Pump, Smoke Purp, die ganzen Konsorten, ist erstmal, dass er irgendwie viel emotionaler ist als die alle. Also zum Beispiel Lil Pump ist ja für viele einfach nur so eine Hülle, die Diamanten trägt und über Lean rappt. Aber Juice WRLD redet halt immer über Gefühle, über Liebeskummer. Was ihn auch irgendwie unterscheidet, ist eben, dass er auch einfach ein guter Rapper ist. Und vielen Leuten aus dieser Generation wird hier irgendwie die Fähigkeit abgesprochen, dass sie tatsächlich auch rappen können und nicht nur irgendwie auf Autotune Freestyle über Lean zum Besten geben. Und Juice WRLD ist eben das Gegenteil davon. Immer wieder in Radioshows ist da einfach auf irgendwelche Beats freestylt. This one for the legend. I feel like a king. Sein größter Hit ist auf jeden Fall Lucid Dreams. I still see your shadows in my room. Ist interessant bei Lucid Dreams ist, dass es ein Sample von einem Sting-Song ist. Und man hört ja direkt, dass der Song sich sehr, sehr ähnlich klingt. Sting hat selber gesagt, dass er das eine coole Adaption seines Tracks findet. Im März diesen Jahres wurde Juice WRLD bei Interscope Records gesigned, angeblich ein Deal über 3 Millionen Dollar. Das heißt, offiziell ist er jetzt irgendwie angekommen und er selbst sagt auch, dass er keine Drogen mehr nimmt. Dass das alles Teil seiner Vergangenheit ist, man muss sich dann überlegen, wie jung der Kerl ist und in welchem Alter der dann schon angefangen hat, sich Zanny-Bars reinzuschmecken. In Interviews kann er sich auch oft sehr gut ausdrücken, weil auch den Leuten aus seiner Generation, Lil Pump, weil die oft komplett zugedröhnt im Interview sitzen und keinen geraden Satz rausbekommen. Und er ist dann eben sehr entspannt, auf jeden Fall auch nicht auf den Kopf gefallen und hat jetzt eben in den letzten Monaten einen riesigen Hype generiert. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze irgendwie weiter verlaufen wird, weil ich ihm sehr hohe Chancen ausrechne, auch einfach eine große Nummer zu werden. So. Und dementsprechend sollte man den auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, weil in den nächsten Monaten wird man ganz, ganz sicher noch einiges von dem hören. Video der Woche! Diese Woche, das Video der Woche, fiel mir wirklich absolut leicht. Als ich gesehen habe, zu diesem Song ist ein Video rausgekommen, war eigentlich schon klar, dass es ein geisteskranker Blockbuster wird. Es geht natürlich um Sicko Mode, Travis Scott featuring Drake und Swae Lee eigentlich, aber Swae Lee wurde irgendwie sehr schlecht vertröstet in diesem Video. Shorty face, Tommy out the blue. Für mich ist Sicko Mode das Lied von Astroworld und das Video dazu, meine Freunde. Das haben die da gemacht, wirklich. Das ist vom gleichen Videoproduzenten wie Kendrick Lamar's Damn-Video. Ich kann gar nicht in diesem Video alle Szenen aufzählen, die absolut geisteskrank sind. Eine Frau twerkt in der Augenhöhle von Drake. Diese Szene, wo die vor den Autos stehen und die ganze Zeit das Bild so wackelt und... Like on Lizzie. I'll be spinning valley circle blocks till I'm busy. Dann dieser Raum mit den ganzen Glühbirnen, was auch ein Tribut an Mac Miller sein könnte. Like a light. Einfach nur ein absoluter Blockbuster. Swae Lee ist ein bisschen auf der Strecke geblieben im Video, da er nicht mehr im Titel genannt wurde und auch keinen Auftritt im Video bekommen hat. Und für mich wirklich eins der krassesten Videos, die ich dieses Jahr gesehen habe. Vielleicht das krasseste Video, was ich dieses Jahr gesehen habe.
und für mich ohne Konkurrenz wirklich mein Video der Woche, Sicko Mode. Travis Scott featuring Drake und Swae Lee. Das nächste Thema ist fast schon ein bisschen irgendwie zu spät, ist mir aber in der letzten Woche irgendwie wieder in den Kopf gekommen, weswegen ich das Ganze besprechen möchte. Und zwar geht es um unseren liebsten Tiger. So. Tiger war ja für viele Leute irgendwie totgesagt, nachdem er mit seinen letzten Alben immer in der Irrelevanz verschwunden ist. Und zwar hat Tiger irgendwie geschafft, sich wieder in die Relevanz zurück zu katapultieren. Und das alles hat mit einem Song angefangen, aber rollen wir das Ganze mal vom Anfang auf. Ich war früher, ich weiß nicht, ob man das Fan nennen kann, aber Tiger war so einer der ersten Rapper, die ich richtig krass gepumpt habe, weil halt zu der damaligen Zeit, man ist so 15, 16, 17, man hat zum ersten Mal eine coole Snapback auf, All Black, yo. Und dann sind natürlich Songs wie Rack City, Faded oder Switch Lanes natürlich die Hits, um mit seinen Freunden auf ganz entspannt mal eine V-Plus-Mische zu trinken. Dann war es halt irgendwie so, dass man sich natürlich weiterentwickelt musikalisch, ich zumindest. Tiger nicht. Dadurch haben sich unsere Wege dann erstmal getrennt. Ich habe dann natürlich angefangen, intellektuellere Musik zu hören, melodische Tropfengeräusche auf Fensterscheiben zum Beispiel. Oh ja. Dann war ja sein ganzes Techtelmechtel mit Kylie Jenner. Auf einmal sind sie nicht mehr zusammen. 2 Wochen später sitzt Kylie mit Travis Scott bei einem Basketballspiel. Danach sind sie auf einmal untergetaucht. Ein Kind kommt raus. Astroworld, bla bla bla, wir kennen all den Rest. Aber was hat Tiger in der Zeit gemacht? Tiger bringt ein paar Monate nach der Trennung sein Album Kyoto raus. Soll er schnell wieder reinholen, weil das war auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen. Dann passiert aber irgendwie was Magisches, und zwar der Produzent DA Domain, bekannt für folgenden DJ-Tag. DA got that dope! DA got that dope! Tiger ein Beat geschickt, er hat darauf einen Part gerappt und dann gab es noch ein Feature. Wen nimmt man für Rap-Feature? Die Migos natürlich. Dann kam es nämlich zu Taste. Den vermutlich inzwischen jeder und seine Oma kennt, da man ihn eben in jeder Shisha-Bar, unter 18-Club, Musical.ly, aus den Handyboxen von irgendwelchen Minderjährigen, die Bahn fahren und dabei Radler trinken, hört. Und Taste hat es irgendwie eben geschafft, Tiger raus aus der Versenkung zu holen, wieder zurück in die Charts. Taste ist inzwischen 3-mal Platin gegangen und hat 400 Millionen Plays auf YouTube angesammelt. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass Tiger es nochmal schafft, einen Hit zu landen, der quasi die Dimension von damals Rack City zum Beispiel annimmt. 2 Monate später kommt er nämlich, der Song mit Iggy Azalea ist ein stabiler Porno mit sehr guter Musik. Cream inzwischen auch bei 100 Millionen Klicks. Wie gesagt, dass Tiger im Jahr 2018 2 Videos hintereinander mit 3-stelligen Millionen Klicks macht, Hut ab. Dann folgt auf Cream Swish. Ich kann euch jetzt mal den Vergleich der beiden Songs zeigen und böse Zungen könnten behaupten, dass die sich vielleicht ein bisschen ähneln. Swish inzwischen bei 69 Millionen Klicks, was auch eine Hausnummer ist. Also ich glaube nicht, dass jemand die Hausnummer 69 Millionen hat, aber ihr wisst ja, was ich meine. Der Erfolg ist jetzt auf jeden Fall wieder da, kann man sagen. Aber man merkt natürlich, dass er gemerkt hat, okay, gut, die Taste-Formel hat funktioniert. Kopieren wir das mal und versuchen, wie oft wir das noch ausschlachten können. Bei Cream hat es noch funktioniert, obwohl Cream dem Ganzen nicht so krank ähnlich klingt. Swish allerdings klingt ja einfach wie derselbe Song. Hat wieder funktioniert, 69 Millionen Klicks sprechen für sich. Dann kamen eben 2 Tracks gleichzeitig raus. Einerseits Dip und Swap Meets. Swap Meets passt irgendwie nicht so ganz in diese Reihe von gleichklingenden Tracks rein, hat noch ein Video bekommen, ist inzwischen auch erst bei 4 Millionen Klicks. Dip klingt schon eher wieder wie Swish und Taste. Dip, Swish, Taste, das klingt wie irgendwelche Kochsendungen oder sowas. Schalten Sie ein, gleich bei Dip, wo wir den schönsten Dip für eure Chips finden. Kommen wir zurück zu Taste, wo es um den Geschmack geht. Willkommen bei Swish, der schnellsten Kochshow im deutschen Fernsehen. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Tiger nie dafür bekannt war, den versatilsten Style zu haben. So der Grundstamm von seinen Tracks war eigentlich immer der gleiche. Ich fand es eben einfach eine krasse Sache, dass quasi der Produzent irgendwie mit diesem Beat Tiger aus der Versenkung geholt hat. Aber er auch selber sagt, dass die beiden den Beat gehört haben und sich dachten, okay gut, das wird ein Hit. Da könnte man 3 Minuten Whoopity Scoop drauf machen. Wer wird denn sowas machen? Whoopity Scoop. DA Domain scheint irgendwie momentan der heiße Scheiß in der Produzentenszene zu sein. Mein Problem ist jetzt so ein bisschen, er ruht sich jetzt so auf dieser Formel aus. Okay, wir nehmen den Produzenten, ich mache das und das und das funktioniert dann. Jetzt kommen eben so die ersten Gegenwinde dazu, dass er eben merkt, okay, Dip ist nicht so krass, Swap Meets ist nicht so krass. Jetzt muss er sich eben was Neues überlegen. Hat jetzt aber die besten Voraussetzungen, weil jeder jetzt irgendwie weiß, okay, Tiger hat es noch in sich, einen Hit zu machen. Und ich bin eben sehr gespannt auf ein zukünftiges Projekt, wo man eben ein bisschen mehr verschiedene Seiten von ihm sehen kann oder ob er jetzt tatsächlich versuchen wird, die Kuh noch so weit wie es geht zu melken. Schreibt mir also gerne mal in die Kommentare, was ihr von der
Wiedergeburt von Tiger haltet. Overrated? Underrated? Underrated für mich diese Woche ein Video und der dazugehörige Kanal. Und zwar geht es um dieses Video. How do you feel about him? Aber heißt der Veneno? How would you rate him from 1 to 10? Wo einfach ein kleines Kind JPEG Mafia interviewt. Peggy sitzt einfach die ganze Zeit da, gönnt sich diese Obstschale rein, beantwortet die Fragen auch alle sehr ernst und nimmt das ganze Interview irgendwie auch nicht auf die leichte Schulter, weil er merkt, sein Gegenüber ist auch vorbereitet. Der korrespondierende Channel dazu ist eben von diesem kleinen Jungen und seinem Vater. Und zwar reagieren die beiden immer auf Rap-Videos. Alternativ sieht man den Jungen auch mal in der Küche zu fetzigen Tunes kochen. Für mich ist das auf jeden Fall eine sehr lobenswerte Sache. Wenn ich irgendeinen Hate-Kommentar von irgendwem von euch da drunter sehe, werdet ihr dieses Channel verwiesen, Leute. Da mache ich keine Witze. Für mich auf jeden Fall underrated diese Woche. PF Dead Reacts YouTube-Kanal. Overrated diese Woche vielmehr relativ leicht. Und zwar geht es um das Lied von Post Malone und Swae Lee, Sunflower. Sunflower, I think your love will be too much. Ich hatte große Hoffnung irgendwie, weil Spoil My Night auf jeden Fall mein Lieblingstrack auf Post Malones letztem Album war. Ist aber irgendwie nichts geworden, auf jeden Fall nichts, was mir gefällt. Sehr weichgespülter Beat, Swae Lee singt ganz toll melodisch. Post Malone ist ja sowieso everybody's darling. Das Ganze ist der Soundtrack zum animierten Spider-Man-Film Into the Spider-Verse, was auch wieder so eine Sache ist. Warum? Dazu der perfekte Cash-Grab-Soundtrack. Den beiden waren wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hände gebunden, dass sie einen familienfreundlichen Track machen. Dafür gab es dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld. Wer kann es den beiden verübeln? Von den beiden hätte ich mir viel, viel mehr erhofft. Dementsprechend overrated. Weiter geht's mit alten Bekannten aus Marvin's Room. Manche Leute erinnern sich vielleicht noch an Sirius Klein, den ich mal in Underrated platziert hatte. Sirius Klein kommt aus Deutschland, rappt aber auf Englisch. Das Ganze kann sich sehr, sehr krass hören lassen. Inzwischen ist sein Album You Should Have Known erschienen. Dazu gab es noch einen Kurzfilm, The Seed heißt das Ganze. Je länger man sich irgendwie mit ihm beschäftigt, umso mehr habe ich irgendwie gemerkt, was es für ein krasser Künstler ist, der halt einfach aus Deutschland kommt und aber auf globalem Level irgendwie funktioniert. Eines der größten US-Magazine, The Fader, hat eine Cover-Story mit ihm gemacht. Der war groß auf deren Website zu sehen, was vermutlich kein anderer deutscher Rapper bisher geschafft hat. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Er hat ein Colors-Video mit über 1 Million Klicks. Bei Apple Music steht als Beschreibung oben bei ihm Bochums Kendrick Lamar. Ich finde es immer schwierig, solche Vergleiche zu ziehen, weil es muss ja nicht immer einen Typen geben, der jemand wie jemand anders klingt. Man will ja am liebsten was komplett Neues schaffen. So. Den finde ich aber gar nicht so zu Unrecht, weil er einfach wirklich diesen Spirit von Kendrick Lamar sehr, sehr gut einfängt. Also er macht sehr künstlerische Videos, wie es verpackt wurde. 2 Tracks von ihm waren noch im Film mit drin. Das Ganze wurde in Ghana gedreht, seine ganze Familie war mit dabei. Es geht um das Erwachsenwerden, um die Verführungen, die während des Erwachsenwerdens irgendwie links und rechts lauern. Man guckt sich das so an und versucht irgendwie nicht anmerken zu lassen, dass man nicht so ganz versteht, was man sich gerade anguckt. Aber man merkt, irgendwas Krasses passiert da. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich diesen Film mal reinzuziehen, weil das wirklich eine krasse Sache ist, dass was von einem Deutschen zusammen mit dem deutschen Team von IM hier produziert wird und wirklich auf internationaler Ebene ohne Abstriche mithalten kann. Das gleiche gilt eben auch für sein Album You Should Have Known. In seinen Texten geht es eben nicht nur darum, um Bitches zu ficken und um Xanax und um was auch immer, obwohl das auch coole Themen sind, Juice WRLD. Eben auch um Sozialkritik, um Polizeigewalt und all solche Sachen, die schwierig sind, in coolen Rap-Tracks zu verpacken, dass das Ganze soundtechnisch so ein bisschen TDE-mäßig klingt. Hat sogar eine Grundlage, und zwar liegt das an seinem Produzenten Rascal, der auch mit den TDE-Jungs zu tun hat, auf dem Black Panther-Soundtrack auch mitvertreten war. Das heißt, er hat einen an seiner Seite, der ganz genau weiß, worauf es ankommt, wie man coole Musik macht, und die beiden als Team zusammen bilden halt auch wirklich eine sehr starke Einheit. Das erste größere Projekt von Sirius Klein war Summer 03, das exklusiv von Rascal produziert wurde. Beim jetzigen Album hat Rascal auch einige Produktionen gemacht. Meiner Meinung nach ist Sirius Klein auf jeden Fall jemand, den man unbedingt auf dem Schirm behalten sollte, weil ich glaube, dass da noch Großes passieren wird, weil er einfach ein extrem talentierter Typ ist und dazu eben auch noch aus Deutschland kommt. Und jeder weiß ja, dass man seine Locals unterstützen sollte. Das war's auch schon wieder mit dem Room von Marvins Oberkörper, Freunde. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, es gibt nicht viele Shows von Oberkörpern, aber dass ihr hier diese unterstützt, bedeutet mir sehr viel. Meine beiden Brustwarzen sind schon am Tränen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Welcome to Oberkörper von Marvin's Room. Tschö. Backspin.